Das Leben mit Schwerhörigkeit und Hörgeräten stellt einen vor einige Herausforderungen. Besonders laute Umgebungen, Telefonieren oder Gesprächssituationen mit weit entfernten Personen werden so schnell problematisch. Eine Lösung, um diese Situation zu meistern, ist Zubehör wie der Connect Clip. Hallo, ich bin Niklas Spichalski, Gründer von MySecondEar und ich trage tatsächlich seit über 25 Jahren Hörgeräte. Auf unserem YouTube-Kanal gebe ich einen Überblick über die Welt der Hörgeräte und des Zusatzzubehörs. Heute geht es um den Connect Clip von Oticon, der sowohl als Zusatzmikrofon als auch als Bluetooth-Schnittstelle fungiert. Ich habe Ihnen also jetzt hier einen Oticon Connect Clip mitgebracht und werde ihn jetzt mit Ihnen gemeinsam auspacken. Ich ziehe hier die Packung auf. Hier habe ich zum einen eine Bedienungsanleitung von dem Oticon Connect Clip. Dann ist hier auch schon direkt der Oticon Connect Clip. Hier ist er, also wie man sieht, sehr klein und handlich. Hier ist tatsächlich Zubehör für den Oticon Connect Clip enthalten. Das heißt zum einen eine sehr praktische Ledertasche. Dann ist hier noch ein Case. Oder Skin, wie es hier genannt wurde. Aus Silikon. Und man hat hier tatsächlich noch, ja, damit kann man, das kann man hier mit dem Oticon Connect Clip verbinden und dann kann man sich das um den Hals hängen. Und zu allerletzt ist hier auch noch ein Ladegerät enthalten für den Oticon Connect Clip. Das ist hier ein Standard Mini-USB-Kabel, was eigentlich ein Standard ist. Kommen wir jetzt also zu den technischen Daten des Oticon Connect Clips. Die Größe ist wie folgt: 35 mm mal 27 mm mal 18 mm, also wirklich sehr kompakt und er wiegt tatsächlich 27 Gramm. Das heißt, wenn man ihn sich zum Beispiel hier an den Pullover klippt, dann wird er kaum auffallen. Der Oticon Connect Clip ist tatsächlich nur in Schwarz erhältlich und die Reichweite ist bis zu 20 Meter. Die Ladezeit des Akkus ist tatsächlich 2 Stunden. Das heißt, nach 2 Stunden ist der Akku aufgeladen und die Lebensdauer sind ca. 720 Ladezyklen. Ich habe jetzt ein Oticon Connect Clip hier dabei für Sie und werde Ihnen jetzt zeigen, wie ich ihn mit meinen Hörgeräten koppele. Zuallererst muss der Clip ausgeschaltet sein. Das heißt, wenn dieser an ist, dann drücken Sie hier auf den Multifunktionsschalter für 6 Sekunden. Bis die Poweranzeige erlischt. In meinem Fall ist der Oticon Connect Clip tatsächlich bereits aus. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht 6 Sekunden lang drücken. Die Hörgeräte müssen dafür ebenfalls ausgeschaltet sein. Das heißt, entweder, wenn Sie jetzt zum Beispiel batteriebetriebene Hörgeräte haben, dann müssen Sie hier das Batteriefach öffnen und danach wieder schließen. Bei Akkuhörgeräten können Sie diese einfach in die Ladestation setzen und wieder herausnehmen, um diese quasi an- und auszuschalten. Oder Sie drücken für 2 Sekunden auf die untere Taste an Ihrem Hörgerät. Ich verbinde jetzt also hier meinen Oticon Connect Clip mit meinen Hörgeräten. Das heißt, ich schalte sie zuallererst aus und drücke hier 2 Sekunden lang den unteren Knopf. Jetzt sind meine Hörgeräte ausgeschaltet und jetzt kann ich hier nochmal für 2 Sekunden den Knopf drücken, den unteren Knopf, und jetzt sind sie wieder eingeschaltet. Wichtig ist, dass die Hörgeräte nur 3 Minuten lang kopplungsbereit sind. Das heißt, wir müssen jetzt direkt für 6 Sekunden hier diesen Knopf drücken und wie Sie sehen, leuchtet hier die grüne Lampe. Ich habe also jetzt schon direkt meine Hörgeräte verbunden. Ich musste dazu nur meine Hörgeräte an- und ausschalten und den Connect Clip anschalten. Wie Sie hier sehen, leuchtet hier das grüne Licht. Das heißt, meine Hörgeräte sind verbunden. Ich zeige Ihnen jetzt noch zusätzlich, wie Sie den Oticon Connect Clip mit Ihrem Mobiltelefon koppeln. Hierzu ist es wichtig, dass Sie den Oticon Connect Clip in einen Kopplungsmodus versetzen. Das heißt, hierzu muss die Multifunktionstaste
und der Lauter-Taster für ca. 6 Sekunden gedrückt werden. Wenn dieser 6 Sekunden gedrückt wird, wird diese Statusleuchte hier blau blinken. Das heißt, ich drücke jetzt den Lauter-Taster und den Multifunktions-Taster für 6 Sekunden. Wie Sie sehen, blinkt jetzt hier die Leuchte blau und ich gehe jetzt in mein Smartphone, sehe zu, dass zum einen natürlich Bluetooth eingeschaltet ist. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf meinem Smartphone in die Einstellungen und gehe dann hier direkt in das Bluetooth-Menü und suche hier den Oticon Connect Clip, wähle ihn aus. Und ich bin jetzt schon direkt mit dem Oticon Connect Clip verbunden. Das heißt, es ging alles sehr, sehr schnell und einfach. Falls ein Code verlangt wird von dem Oticon Connect Clip auf Ihrem Smartphone, dann geben Sie bitte viermal die 0 ein, also 4 Nullen. Kommen wir nun zu den Funktionen des Oticon Connect Clips. Zum einen können Sie damit telefonieren. Das heißt, während Sie telefonieren, können Sie ganz einfach Ihr Handy zum Beispiel aus der Hand legen und Sie haben dann die Hände frei für andere Dinge, wie zum Beispiel beim Kochen oder Sie sind vielleicht gerade am Laptop und möchten etwas eintippen, dann ist das sehr, sehr praktisch. Der Anruf wird also hier durch den Oticon Connect Clip in die Hörgeräte gestreamt und die eigene Stimme wird ebenfalls aufgenommen und klar an den Empfänger bzw. erst ans Smartphone und dann an den Empfänger weitergeleitet. Dann können Sie natürlich auch Musik streamen über den Oticon Connect Clip. Das heißt, Sie können dann also Ihre Hörgeräte in Kopfhörer quasi verwandeln. Das ist insbesondere sehr hilfreich für Android-Handys, Android-Smartphones. Dann können Sie den Oticon Connect Clip tatsächlich auch mit Ihrem Computer verbinden. Das heißt, Sie können natürlich auch Videoanrufe über das Bluetooth-Mikrofon zum Beispiel machen oder Skype-Meetings und so weiter. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, mit dem Oticon Connect Clip die Hörgeräteeinstellung anzupassen. Das heißt, Sie können hier stumm schalten oder die Stummschaltung aufheben. Sie können die Lautstärke verändern. Sie können die Programme verändern. Sie können es aber auch ganz einfach als externes Mikrofon nutzen. Hierzu muss der Taster dann 2 Sekunden gedrückt sein. Wenn Sie den Taster dann 2 Sekunden gedrückt halten, dann leuchtet ein lila Licht und Sie können zum Beispiel der Person, die gerade einen Vortrag hält oder dem Lehrer und so weiter, den Connect Clip geben und die Stimme wird dann direkt von dem Oticon Connect Clip in Ihre Hörgeräte übertragen und Sie hören alles klar und deutlich. Und das kann auch hilfreich sein bei zum Beispiel Fahrtgeräuschen oder in anderen lauten Umgebungen. Wenn Sie jetzt vielleicht im Fußballstadion zum Beispiel sind, dann geben Sie einfach Ihrem Partner den Oticon Connect Clip und Sie werden deutlich besser hören. Zusammenfassend kann ich sagen, der Oticon Connect Clip ist tatsächlich ein Gerät mit vielen, vielen Funktionen und bietet Hilfe in verschiedenen Situationen, die als Hörgeräteträger oft problematisch werden können. Von Musikstreaming über Anrufe hin bis zum Arbeitsmeeting über Skype. Oder Sie können natürlich auch Ihren Oticon Connect Clip als Zusatzmikrofon nutzen. Also für Oticon Hörgeräteträger ist es ein absolut sinnvolles Zusatzprodukt, was Kleines und was man dadurch gerne mal dabei hat. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, was kostet denn so ein Oticon Connect Clip? Nun, wenn Sie unten auf den ersten Link in der Beschreibung klicken, dann kommen Sie dort auf unsere Webseite, wo Sie dann auch den Preis sehen für den Oticon Connect Clip. Wenn Sie unten auf den zweiten Link in der Beschreibung klicken, dann kommen Sie zu unseren Hörgeräten. Bei My Second Ear verkaufen wir natürlich auch Hörgeräte und dann sehen Sie auch dort die ganzen Preise für die verschiedenen Technologiestufen und können diese auch miteinander vergleichen. Falls Sie jemanden kennen, der oder die von Hörgerät profitieren könnte, dann haben wir etwas für Sie. Am besten Sie klicken jetzt unten auf den dritten Link in der Beschreibung. Bei unserem Empfehlungsprogramm bekommen Sie als erfolgreiche Hörgeräte empfehlende Person 100 Euro in bar und die Person, die Sie empfohlen haben, bekommt 100 Euro Rabatt beim Kauf eines Hörgerätes.
Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gefallen. Am besten, Sie schauen direkt noch weitere Videos von uns an und klicken zusätzlich auf Abonnieren und auf die kleine Glocke. Dann sind Sie immer auf dem neuesten Stand rund um das Thema Hören und Hörgeräte. Ich bin Niklas Spichalski. Bis zum nächsten Mal.